Herzlich willkommen zum Online-Salon von Raya Works Mallorca mit dem wunderschönen Thema Watercolor Lettering mit Frau Maravillosa, und zwar die Ursula Tüx. Hallo Ursula Tüx. Hallo Doris, hallo nach Mallorca. Weit entfernt in Köln, genau, haben wir Genau. heute einen wunderbaren Livestream, um die Welt mit einem sehr, sehr schönen Farbtupfer zu beglücken in der in Deutschland doch oft so tristen Zeit im November und Dezember. Und vielleicht auch noch eine wunderbare Idee für ein persönliches Weihnachtsgeschenk zu haben. Wir wollen uns heute nämlich mit dem Thema Watercolor Lettering beschäftigen. Was das genau ist, das wird uns gleich die Ursula erzählen. Und wir haben hier auch zwei verschiedene Kamerasettings, mit denen wir zeigen, wie man das Ganze denn schön malen kann. Deshalb gehe ich jetzt aus unserem Veranstaltungs-Opener-Bild raus und nehme in den Fokus die Ursula Tüx, die uns etwas erzählt zu dem Thema Watercolor Lettering. Und ihr seht sie da in ihrem wunderschönen Atelier, in dem sie auch ganz viele Beispiele hinter sich hat. Genau. Und ich übergebe damit das Wort an Ursula. Viel Spaß! Hallo, hört ihr mich hier alle? Ich habe mich gerade hier, dass das hier auf Stumm gestalten ist. Ah ja. Ist das hier auf Stumm? Nee, ist richtig, ne? Hallo, ja, genau, das Thema. Also erstmal möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin die Ursula Tüx, alias Frau Maraviosa. Maraviosa ist mein Label, was ich vor 6 Jahren, ist es mittlerweile schon her, vor 6 Jahren gegründet habe. Ich bin von Haus aus Grafikdesignerin, seit 16 Jahren selbstständig hier in Köln. Und ja, und ich habe hier mein Atelier in der Kölner Südstadt seit 2 Jahren. Und ja, als ich mich entschieden habe, noch mehr Workshops zu geben, um mich ganz dem Thema Aquarell, Malen und Lettering zuzuwenden, kam dann auch tatsächlich ein Verlag auf mich zu. Und so kam es, dass ich letztes Jahr, nämlich genau zu dem Thema, was wir heute machen, Aquarellfarben, also Watercolor Lettering, habe ich dieses Buch, achso, ich kann das andersrum drehen, dieses Buch geschrieben, illustriert, und es wurde vom Naumann & Göbel Verlag herausgebracht letztes Jahr. Es geht hier nämlich tatsächlich um das Thema Brush Lettering mit Aquarellfarben. Die meisten wissen gar nicht groß den Unterschied zwischen Handlettering und Brush Lettering. Unter Brush Lettering könnt ihr euch einfach vorstellen, wie der Name schon sagt, man braucht einen Pinsel, also einen Brush. Und da gibt es natürlich verschiedene Pinsel. Ja, das ist einfach diese Schrift mit den dünnen Auf- und den dicken Abstrichen. Es geht auch, die meisten kennen dann diese Brush Pens, die es ja mittlerweile auf dem Markt von jeglichen Herstellern gibt. Auch da ist eine Pinselspitze vorne dran. Und ihr könnt das einfach mit den Brush Pen blättern, also diese schöne mit den Schrift, mit den Auf- und Abspülen, oder ihr macht das einfach mit einem normalen Pinsel und dann braucht ihr tatsächlich Aquarellfarben. Dann, genau, und Handlettering ist einfach das, was ihr als Schriftzug malt. Also ihr malt, ihr zeichnet praktisch illustriert die Schrift. Also es gibt so Unterschiede zwischen Serifenschriften, serifenlose Schriften. Kann ich euch hier mal zeigen. Das sind zum Beispiel serifenlose Schriften. Und das sind Serifenschriften sind diese kleinen Reiter, die an den Buchstaben dran sind. Die bekannteste Druckschrift als Serifenschrift ist die Times. Die kennt fast jeder. Und zwar sind die Serifen dafür da, dass das Auge so eine Art Lesehilfe hat, wenn ihr viel Text habt. Also zum Beispiel Tageszeitungen, Zeitschriften sind meistens in Serifenschriften gesetzt. Und serifenlose Schriften, da ist die bekannteste Druckschrift, die Arial oder Helvetica, die hat das natürlich nicht. Und auch das könnt ihr, wie ihr jetzt hier seht, mit so einem Brush Pen gut lettern oder mit dem Pinsel halt. Und ja, dieses Alphabet ist einfach schön mit Feinlinern gemalt. Und das sind so grob die Unterschiede. Also, dass ihr mit Handlettering richtige Schriftbilder, also Layouts, schöne Bilder skizziert, malt. Und Brushlettering ist alles das, was wir mit dem Pinsel machen. Ja, und da sind wir auch schon zum Thema, was heute dran ist. Brushlettering mit Aquarellfarbe. Was das nächste ist, was sind Aquarellfarben, was sind Wasserfarben, was sind Gouachefarben? Das ganze Thema Aquarell, ja, sind, gehört zu dem, zu dem, zu den, zu den Farb, wie sagt man, Farbthemen Wasserfarben.
Das ist immer die Übersetzung. Das heißt, Wasserfarben, Watercolor, Wasserfarben ist eins zu eins übersetzt. Aber wir in Deutschland verstehen als Wasserfarben die Deckfarben, die wir aus der Schule kennen. Und die sind anders als Aquarellfarbe. Aquarellfarben sind Farben, die transparent sind, die wasserlöslich sind. Die Deckfarben sind auch wasserlöslich. Und zu den wasserlöslichen Farben gehört noch Gouache. Gouachefarben sind ganz deckend im Auftrag. Das ist so ein Zwischending zwischen Acryl- und Aquarellfarben. Also Aquarellfarben, das Besondere darin ist, dass sie transparent sind und wir sie mit viel Wasser, wenig Pigmenten ganz hell laufen lassen können. Und mit wenig Wasser und viel Pigmenten ist der Auftrag ganz dick. Ja, das ist was Besonderes von Aquarellfarben. Dann ist es noch wichtig, was brauche ich für Papiere bei Aquarellmalerei? Es gibt einmal, ja, grob unterscheidet man zwischen heißgepressten und kaltgepressten Papieren. Und gerade zum Lettering benutze ich die heißgepressten Papiere. Das ist satiniertes Aquarellpapier. Da ist die Oberfläche ganz glatt. Und dann kennt ihr auch noch das herkömmliche Aquarellpapier. Da ist die Oberfläche angeraut. Und das ist wichtig, dass Aquarellpapier viel Wasser, weil es ist ja Aqua, Wasser. Wir arbeiten mit viel Wasser und dieses Papier muss dieses Wasser gut aufziehen können. Deshalb können wir auf normalem Papier gar nicht mit Aquarellfarben arbeiten. Das wälzt sich sofort. Ja, zu den Aquarellfarben ist auch wieder ein großes Feld. Ihr seht, die Eindruck ist immer ein bisschen viel. Ich arbeite ja eigentlich ziemlich viel mit Aquarellfarben, die schon ja, aus Tuben kommen. Dann lege ich die hier auf die Palette drauf. Da seht ihr schon, ja, ich mische die ziemlich gut. Dann gibt es natürlich Aquarellfarben, die ich jetzt hier gerade nicht vor mir habe. Auf jeden Fall die in den Kästen, die kennen wir meistens. Ja, sind so herkömmliche Aquarellfarben von der Firma Schminke, kennen wir sie meistens, die Näpfchen haben. Ja, ich arbeite super gerne mit Tuben, weil mit Tuben bin ich da ein bisschen freier, weil ich kann die Tuben einfach so Kleckse drauf machen und kann die Farben dann so super gut anmischen. Das mal ganz grob zu der Einführung. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Brush Lettering mit Aquarellfarben. Und da kommen wir nämlich einmal dahin, dass beim Brush Lettering es ganz wichtig ist, dass wir einmal, das können wir jetzt nicht machen in der Kürze der Zeit, aber dass wir einmal, müsst ihr so ein Alphabet hier gut lernen können. Und zwar ist es wichtig zu wissen, dass Aquarell, also das Brush Lettering, zu dem Thema Skizzieren gehört, Illustrieren und nicht zum Thema Schreiben. Und das ist immer die größte Hilfe, die ich jedem geben kann, dass es nicht zum Schreiben gehört, sondern tatsächlich zum Thema Illustrieren, weil wir Schrift konstruieren. Also wir zeichnen nicht, wir malen, schreiben keine Schrift. Das heißt, es wird konstruiert. Ich nehme jetzt hier einfach mal meinen Wasserkasten. Ich zeige euch das mal. Hier ist so einfach klares Wasser. Wichtig ist bei Aquarell malen mit, also Brushpens malen, ist es so, dass ihr einen kleinen Pinsel benutzen könnt. Das ist jetzt hier ein Einer. Je größer der Pinsel ist, das ist hier zum Beispiel ein Zwölfer, ihr seht, die Pinselspitze ist viel dicker. Je größer der Pinsel, desto schwieriger wird es auch. Und ja, wir fangen hier einfach mal an und machen so Grundübungen. Und zwar die erste Übung, hatte ich ja schon gesagt, ist alles, was raufgeht am Buchstabe, ist ganz dünn. Und alles, was runtergeht, ist fett. Ja, das sind so die Basics, die ihr tatsächlich erstmal ein bisschen üben müsst. Aufstrich und der fette Abstrich. Aufstrich und der fette Abstrich. Ja, und je größer dieser Kontrast ist, also je größer der Unterschied zwischen Auf- und Abschwüngen sind, desto schöner ist hinterher das Gesamtergebnis. Die nächste Übung wäre zum Beispiel dünner Aufstrich und runter drücken wir den Pinsel ein bisschen an. Das ist der dünne Aufstrich und der fette Abstrich. Das ist so die einzige Regel, die ihr immer wieder ja, für euch verinnerlichen müsst, dass es wirklich immer der dünne Aufstrich und dicker Abstrich ist. Umgekehrt ist es dann dicker Abstrich und der dünne Aufstrich. Dicker Abstrich und hier ist einmal der dünne Aufstrich. Dann ist es so, das könnt ihr nochmal in einem gut durchüben, dünner Aufstrich, fetter Abstrich, dünner Aufstrich, fetter Abstrich. Die Hand oder
Die Handgebung ist wirklich so, dass ihr hier den Druck auf eure Hand legt, dünn rauf, mit Druck runter. Das Schöne ist, wenn ihr das mit Aquarellfarben macht, können wir hinterher ein schönes Blending hinbekommen. Das bekommt ihr so einfach mit Brushpens nämlich nicht hin. Na, das ist so die Basic-Übung, die ihr da gut üben könnt. Und dann ist es so, dass wir Schritt für Schritt einmal das Alphabet lernen müssen. Dicker Abstrich und hier geht es wieder dünn rauf. Ihr könnt das Ganze am Anfang natürlich sehr gut auch mit eurer normalen Handschrift machen. Das ist dann hinterher Fake Lettering. Ja, hier habt ihr einmal gesehen, das ist nicht das normale A, sondern hier wird ein O konstruiert, abgesetzt und hier neben kommt der fette Abstrich und es geht wieder dünn rauf. Das B ist der fette Abstrich. Fang unten an mit dem dünnen Aufstrich. Fett runter, absetzen, dünn, dick und hier ist wieder dünn drauf. Das kleine B, der Schlaufenabstrich, dünn drauf, dick runter und wieder dünn nach oben. Es gibt ganz, ganz verschiedene, viele Alphabete. Die kann ich jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht durchgehen. In meinem Guide habe ich immer so ein paar Unterschiede gemerkt, aufgeschrieben. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass zu jedem Alphabet ja einfach verschiedene Merkmale gehören. Das spricht in einem Buchstaben, in einem Wort finde ich es immer schön, wenn das B, wenn ihr zum Beispiel unseren Schlaufenabstrich hier beim kleinen B benutzt, sollte das D dementsprechend auch mit einem kleinen Schlaufenabstrich konstruiert werden. Jetzt ist hier ein B ohne Schlaufe. Das ist so diese Variante. Da würde ich auch dieses D dann dazu lettern. Ja, das ist keine Regel, aber es sieht einfach von der Eleganz des Wortes einfach schöner aus, wenn ihr da innerhalb des Wortes oder ja, Wortes oder Spruchs im gleichen Alphabet bleibt. Das ist zum Beispiel ein B, was ich euch hier gezeigt habe. Ja, zu diesem B wird dieses D gehören. Zu diesem B. Das ist hier einmal eine Schlaufe drin. Das fängt hinten mit dem Aufstrich an, würde ich dieses D lettern. Und so, genau, müsst ihr einmal dieses Alphabet einmal wissen, wo ihr absetzt und wo nicht. Weil, ganz wichtig, wie gesagt, das ist wirklich den größten Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist, dass ihr wirklich wisst, dass Buchstaben konstruiert werden und nicht geschrieben werden, weil ihr einfach super viel absetzen müsst. Das ist zum Beispiel ein C. Das D ist der Abstrich, dünner Aufstrich, dick runter und hier wieder dünn. Ja? Und wie gesagt, je größer der Kontrast zwischen den dünnen Aufstrichen und den fetten Abstrichen, so schön, je schöner wird hinterher das Ergebnis. Hier setzen wir wieder ab und hier kommt wieder der fette Abstrich und hier geht es wieder dünn drauf. Ja? So könnt ihr jetzt euch erstmal das ganze Alphabet kümmern. Fake Lettering ist, wenn ihr es gefaked habt. Das ist tatsächlich auch ein Hilfsmittel. Das hört sich immer so minderwertig an dem Brush Lettering gegenüber, aber es ist es gar nicht so. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Wort alle zum Beispiel schreibt in eurer normalen Schreibschrift, in einem durch, so. Jetzt wissen wir ja, alles, was runtergeht am Buchstaben, ist dick. Hier geht es rauf dünn. Jetzt kann ich das, und das geht halt mit dem Aquarell sehr, sehr gut. Jetzt kann ich die Abstriche einfach im Nachhinein hier einfach dick drüber malen. Der Abstrich ist fett. Hier geht es dünn rauf. Und hier geht es wieder fett runter. Das heißt, für den Einstieg, und das wollen wir heute machen, ist das sehr, sehr gut geeignet.
kannst du so mit dem, warte mal, eure Schreibschrift mit den Brushpens nämlich nicht so gut machen. Ein Haar, hier geht es dünn drauf. Und jetzt machst du einfach hier deine Abstriche fetter. Ich bin jetzt hier noch sehr deckend unterwegs. Wie du siehst, ich habe hier keine Transparenz innerhalb des Buchstabens. Das kann ich jetzt machen. Also je mehr Wasser. Hier nochmal ein Haar. Und je weniger Farbe dran. Da siehst du schon, dass es jetzt hier viel heller wird, viel mehr Wasser mit dran. So, was wir jetzt hingehen, jetzt können wir hingehen und einfach eine andere Farbe hier mit reinlaufen lassen. Und das sieht einfach wunderschön aus. Gerade auch hier in den Abstrichen. Ja, das kriegst du so einfach mit den Brushpens nämlich nicht hin. So, das sind also wie gesagt die ersten Übungen. Und wir fangen jetzt mal einfach mit einem anderen Wort an. Und zwar habe ich euch das Wort, mein Lieblingsort auf Mallorca ist tatsächlich Sóller. Und ja, ich versuche jetzt mal, da wollte ich euch jetzt mal einfach zeigen, wie ich jetzt Sóller schön lettern kann. Wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Arten und Weisen. Es ist nämlich wieder viel Wasser. Und mache jetzt hier einfach mal mein normales Schrift S. Mache hier die Abstriche dicker. Und tupfe da hier jetzt noch ein bisschen mit Rot rein. So, jetzt nehme ich mein Rot. Und auch hier bleibe ich dünn. Gehe jetzt hier nicht. Heute ist nicht großartig dick, sondern es ist einfach meine normale Schreibschrift. Und hier mache ich wieder die Abstriche. Alles, was so runtergeht, ist fett. Das ist hier auch fett. Und kann jetzt hier zum Beispiel mit ein bisschen Lila schon reingehen. Violett. Ne? Jetzt kann ich das hier auch so ein bisschen doller farbig machen. Wir müssen bei Aquarellfarben immer aufpassen, dass wir schnell arbeiten, weil die Farbe darf nicht trocknen. So, wenn sie getrocknet ist, dann können wir tatsächlich nichts mehr damit machen. Deshalb arbeitet er immer so ein bisschen schneller. Hier auch wieder den Abstrich, also da, wo ich dicker werde, kann ich jetzt noch mal ein bisschen kolorieren. Und mache jetzt hier mein zweites L. Jetzt war ich ja schon ein bisschen dicker. Kann jetzt hier ein bisschen dicker werden. So. Jetzt mal hier mein dunkelblau. Und hier mache ich auch wieder das E dicker. Und jetzt kommt hier mein Ultramarinblau. Das R hat so was Besonderes beim. Ich kann jetzt eigentlich ein Schreibschrift R machen, aber das R beim Lettering kommt von der modernen Kalligraphie. Es ist vom Altdeutschen kommt das her. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das hat so eine andere Bedeutung. Aber jetzt haben wir hier erstmal. So, hier und das O bekommt hier nur einen kleinen Klick.
Ja, und das haben wir hier vorher schon geschrieben. Einfach mit unserer normalen Handschrift und machen hier einfach die Abstriche dicker. Das ist tatsächlich für den Anfang ein bisschen leichter. Nochmal zum R, nehme ich mal hier mein Übungsblatt nochmal raus. Das R ist im Alt, also wird beim Lettern immer so geschrieben, beim Lettering, Brush Lettering. Ja? So, oder wir können hier oben auch noch eine Schlaufe machen. Auch hier kommt wieder alles, was so runtergeht. Das ist immer die Regel, immer die gleiche Regel. Was runtergeht, ist fett. Das sind die beiden. Erst vom Brush Lettering, von der altdeutschen Schrift. Unser Schreibschrift R wird hier so gehen. Das kann ich noch nicht mal. Und da das schlecht zu lettern ist, tatsächlich werdet ihr es immer wenig sehen. Ja, das ist so. Hier oben ein Punkt. Und das werdet ihr fast gar nicht, wie gesagt, beim Brush Lettering sehen. Das sind so die Basic. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das Ganze lettern, wenn ich es uni, also einfarbig mache, und zwar mit dem. Abstrich Fett. Alles, was rauf geht, ist dünn. Und ich setze ab. Ich mache mein O. Abstrich, dünner Aufstrich. Jetzt gehe ich wieder fett runter und werde wieder dünn. Und setze wieder ab. Jetzt kommt hier mein L-Don. Fett. Und setzt wieder ab. Und hier wird es wieder dünn, fett. Und hier setze ich wieder ab. Dann kommt hier mein E dran. Das konstruiere ich. Und das ist halt wichtig zu wissen, dass ihr wirklich Schrift konstruiert. Hier ist mein R absetzen. Wieder mein fetter Abstrich. Und es geht wieder dünn nach oben. Das wäre auch nochmal eine andere Variante des S. Wenn ich jetzt ein Handlettering machen würde, mal hier ein Winsor Red, wird das so aussehen. Dünn rauf, das finde ich auch immer ganz schön. Dick runter, wieder dünn rauf. Upsa, jetzt wackelt es hier. Und dünn rauf. Dick runter und dünn rauf. Jetzt sehe ich, hier fehlt ein bisschen Wasser, wenn es jetzt zu so trocken wird. Und wie gesagt, das ist das Schöne jetzt beim Aquarell, anders als mit den Brush Pens. Ich kann jetzt einfach hier nochmal nachjustieren. Dick runter und werde dünn. Dick runter und hier werde ich wieder dünn. Dick runter ist der Abstrich. Dünn. Und jetzt finde ich es auch immer ganz schön, wenn wir mal die Querstriche ein bisschen verschieben, also es nicht immer mittig machen. Das sieht dann immer ein bisschen kreativer, schöner aus. Hier werden wir jetzt dünn bei dem Handlettering so. Und das wäre jetzt tatsächlich in Kombination auch mit anderer Schrift. Gehen wir da mehr ins Handlettering rein. Wenn wir zum Beispiel, also ein typisches Handlettering wäre jetzt zum Beispiel. Und wir jetzt hier. Hier gucke ich wieder, dass ich hier oben in einer Linie bleibe. Okay. Das nehme ich mal für eine Farbe, ein bisschen das Magenta rein.
Dicker Abstrich, geht dünn drauf, wird wieder dick und setze hier ab. Jetzt komme ich hier oben natürlich nicht hin. Jetzt mache ich das ein bisschen kleiner. Und kann hier zum Beispiel nochmal ein Herz setzen. Ja, so indem ich jetzt hier eine serifenlose Schrift in Handlettering, also als Alphabet gesetzt habe und hier einmal Schreibschrift. Das ist diese Kombination, wo man schon sagen würde, man ist im Handlettering. Ja, also Brush Lettering ist tatsächlich das alles, was wir mit den dicken Abstrichen machen, also diese Art Schreibschrift. Und dieses Gemeinsame wird jetzt tatsächlich auch schon unter Handlettering fallen. Ja, das ist so ein Beispiel, wie ihr immer ganz gute Sachen machen könnt. Ich ziehe das jetzt mal hier von der Rolle. Da wir jetzt auch gerade gut in der Weihnachtszeit sind, das finde ich immer auch ein schönes, wenn wir im Spanischen bleiben, da ist es natürlich Navidad. Feliz Navidad, ja. Das sind auch zwei Wörter, das ist auch wieder wie Merry Christmas. Eignet sich sehr gut als Schriftzug. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Ich glaube tatsächlich, da würde ich jetzt erstmal so Red. Probiere ich erstmal aus. Dicker Abstrich. Na, jetzt werde ich wieder dick. Alles, was runtergeht, ist dick. Setze es hier ab. I. Dick runter. Dünn wieder rauf. Na, wie? Alles, was so rund ist, ist erstmal unser Oval. Ich setze ab. Navi, ich hoffe, ich schreibe das jetzt so richtig. Nehme hier das D noch ein. Navi ist Navidad. Das können wir noch in einem schönen Grün tun. Ich das hier ein bisschen mit Wasser an. Jetzt habe ich hier die Schreibschrift. Jetzt würde ich hier, ich überlege selber mal. Jetzt kommen wir hier auch zum Beispiel noch so kleine Blätter machen. Also das bietet sich eigentlich auch mehr an, so Tannenzweige, glaube ich. Ich weiß gar nicht tatsächlich, wie das auf Mallorca da ist. Mit den Tannenzweigen. Jetzt kommen hier noch so eine Art Ranke noch reinmachen. Ich mach mal hier. Keine Tannenzweige rein. Das muss immer alles gar nicht super ordentlich sein, sondern wichtig ist, dass da auch immer so Kontraste erscheinen. Da will ich jetzt hier noch mal ein bisschen dunkleres Grün anmischen. Ein bisschen mit Schwarz. Dass die Tiefen hier herauskommen. Tiefen sind sehr, sehr wichtig in der Gestaltung, weil es gibt ja auch immer verschiedene Grüntöne. Es gibt nicht nur einen Grünton in der Natur, sondern da auch immer verschiedene.
auch noch einmal. Dunkler werden. So, und jetzt hatten wir hier auch schon wieder einen schönen Schriftzug. Dasselbe könnt ihr natürlich super schön mit Merry Christmas machen oder fröhliche Weihnachten. Das bietet sich einfach super dazu an. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch jetzt gerade mitmacht. Dünner Aufstrich, fetter Abstrich und hier werden wir wieder dünn. Das ist tatsächlich immer wichtig, dass die Verbindungslinien dünn sind. Ja, hier werden wir wieder dünn. Dicker Abstrich und wir gehen wieder dünn drauf. Dick, hier wieder dick, dick, dünn. Dick. Jetzt können wir hier wieder einfach nachjustieren, was wie gesagt mit den Brushpens nicht so geht. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie ihr da mit Brushpens arbeiten könnt. Nein, nehmen wir hier mal umgekehrt einen voll einen Grün. Probiert da einfach aus, die Schrift, was man damit machen kann. Ah, jetzt habe ich einen Buchstaben vergessen, das ist der totale Klassiker. Wenn man so konzentriert ist, passiert das schon mal. Was macht man dann? Rettet man sich oder lebt nee, man fängt neu an. Wieder von neuem anfängt? Da fängt man vom Neuen an tatsächlich. Genau. Da ist gar nichts zu machen. So eine andere Variante, was gerade ziemlich modern ist, ist ja die Schrift langlaufen lassen. Und hier bis zum Anschnitt des Bildes gehen. Na, so. Das ist gerade wirklich ein ziemlicher großer Trend beim Lettern. So, wir lassen jetzt auch mal hier ab. Und dann zeige ich euch nochmal über Merry Christmas. Richtig lettert. Das ist tatsächlich der Klassiker. Dann heißt es einfach wieder neu machen. Man kann wirklich nichts mehr retten, ob mit Brushpens oder mit Aquarellfarben. Und ja, das ist aber auch dann, ja, es ist zwar ärgerlich, aber es ist auch oft der Clou daran, dass es einfach auch Handarbeit ist und ihr da einfach so auch in eure Kreativität kommen könnt. Und einfach auch draus lernen. Ne? Ja, genau. Aber ich kann das voll verstehen, man konzentriert sich dann total auf so einen. Ja. Das ist tatsächlich, das ist genau. Und, wie blöd bin ich denn, dass ich das irgendwie nicht gemerkt habe? Genau. Aber. Und Platz. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Banner, also wenn ein Banner da ist und da sowas reingelettert werden, das ist dann oft, dass der Platz nicht auskommt. Das ist auch so ein Klassiker. Jetzt weiß ich gar nicht, Christmas mit CH? Ich habe gerade schon. Mit CH, mit R, ja. I und S und T. Ist. Und auch ein T, obwohl man es nicht spricht. Und dann M-A-S, genau. M-A-S, genau. Ja, ich finde das immer schön, ein bisschen damit zu spielen. Und dann kann hier. Das ist tatsächlich total schön beim Lettern, dass man da einfach super. Kreativ sein kann. Und das ist halt der Unterschied zwischen
der modernen Kalligraphie. Lettering, Brushlettering kommt ja von der modernen Kalligraphie. Und es ist aber wirklich ja, der große Unterschied da, dass es hier nicht super ordentlich, also es kann natürlich auch ne, ordentlich sein, es kann aber auch so ein Stilelement sein. Und das macht einfach Lettering auch so interessant, weil ein bisschen Übung kann das wirklich ja, so gut wie jeder. Und es gibt da ganz verschiedene Formen von, also ob du jetzt wirklich das Alphabet richtig lernst oder einfach dieses Fake-Lettering machst. Und man hat halt sofort ein schönes Ergebnis und jeder freut sich, wenn man so was Schönes geschenkt bekommt. Jetzt mache ich hier so kleine Beeren nochmal dran. Kann auch nochmal so Ilexe machen, das ist gerade für Weihnachten auch immer super schön. Ja, und da auch wieder auf die Tiefen achten. Jetzt sind hier nur mit Pigmenten. Also Tiefen heißt, wenn ihr mit hell arbeitet und dann hinterher der Farbe nochmal so einen kleinen Dunkelstich gibt. Jetzt habe ich hier sehr viel Wasser am Pinsel, weniger Farbe, also weniger Pigmente. Und jetzt gehe ich nur, ich nehme gleich das mal hier einmal. So, jetzt gehe ich hier nur einmal richtig in die Farbe rein, nehme gar kein Wasser auf und tupfe jetzt hier nochmal in mein helles Rosa rein und so verläuft das wieder. Es gibt bei Aquarellmalen zwei Techniken im Grunde nur. Und zwar ist das einmal das Lavieren und das Lasieren. Das Lasieren in Deutsch auch Nasse-Nass-Technik. Da arbeitet ihr ja einfach mit nassen Pinseln, nassen Untergrund. Und das ist das, wo die Farben verlaufen. Also was wir jetzt machen. Das Lasieren ist, wenn man trocken arbeitet. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. Vielleicht das gleich nochmal am Beispiel. Das könnt ihr natürlich auch super schön beim Lettering gebrauchen. Hier auch nochmal so ein paar Beeren dran. Und wenn ihr das zum Beispiel einfach auf so einer Postkarte, es gibt von Hahnemühle auch schon so vorgefertigte Postkarten. Das habe ich jetzt hier im letzten Online-Kurs im Bunte Laune Club nochmal gezeigt, wie ihr da einfach super schöne Postkarten für Geburtstage oder halt jetzt Weihnachten, Ostern oder zu bestimmten Anlässen einfach ganz schnell selber gestalten könnt. Bisschen nass, jetzt gehe ich wieder nur in die Farbe rein und gebe dem Ganzen hier so einen kleinen Tick, damit es laufen kann. Dann gibt es ja noch, also ich habe mich ja so ein bisschen darauf spezialisiert, florales Aquarell. Da ist es auch wirklich wichtig, wenn ihr floral arbeitet, da einfach mit. Ja, mit dem Lavieren auskommen. Ich zeige das nochmal, das Lavieren ist, also wir haben hier klares Wasser. Ich nehme jetzt mal ein bisschen größeren Pinsel. Dann sieht man es besser. Das ist hier ein satiniertes Papier. Das sieht natürlich auf, ups, jetzt wackelt die Kamera. Das sieht natürlich auf gekörnten Papier nochmal anders aus, aber auch das ist ja Aquarellpapier. Jetzt habe ich das Blatt nass gemacht, gehe jetzt nur in meine Pigmente rein und gebe dem Ganzen hier so einen Touch. Und jetzt läuft die Farbe. Und das wollen wir erreichen bei Aquarellmalen. Ja, wir wollen nicht ausmalen, wir wollen also nicht deckend arbeiten, sondern wir wollen, dass die Farbe hier verläuft. Das ist das Besondere bei Aquarellfarben. Das kann zum Beispiel die normalen Wasserfarben, also die Deckfarben, die wir von der Schule kennen, kann das nicht. Das ist das Lavieren und das Lasieren. Es braucht ein bisschen Zeit, ist, wenn ihr zum Beispiel eine Fläche habt, dann muss es trocknen und dann mit der nächsten Fläche könnt ihr da drüber malen. Das ist ganz gut. Ich muss mal zeigen, weil das jetzt nicht zu lange dauern würde. Hier im Bild ziemlich gut erkennen. Und zwar sind das diese beiden Techniken, das Lavieren und Lasieren. Hier seht ihr
was ich gerade gemacht habe, auf nassen Hintergrund. Mach dir einfach Wasser drauf, also nass in nass. Der Pinsel ist nass mit der Farbe. Dann zerläuft die Farbe umgekehrt. Könnt ihr dem natürlich auch einen Rand geben und das von innen, also von außen nach innen ziehen. Das ist auch das Lavieren. Das Lasieren ist dieses hier, dass ihr hier mit verschiedenen Farben übereinander arbeitet. Das heißt, in dem Fall ist das Blau zuerst aufgetragen. Es wird richtig komplett getrocknet. Einige machen das auch mit einem Föhn. Ich arbeite nicht so gern mit einem Föhn. Ich arbeite lieber an 2, 3 Projekten gleichzeitig. Und so kann ich immer es trocknen lassen, das nächste Werk nehmen und daran weiterarbeiten. Und hier ist der Auftrag nochmal über dem Blau gelegt. Und hier seht ihr, dass es transparent ist. Und das ist halt das Einzigartige, was Aquarell kann. Das können halt, wie gesagt, die anderen Farben nicht. Dann sieht es immer noch ganz schön aus, wenn wir ja einfach mit schönen Buchstaben auch nochmal so kleine florale Motive bearbeiten. Das ist jetzt auch eben so kleine Rosen. Das sieht einfach immer super schön aus, ja, wenn man Geburtstagskarten macht oder. So. Ja, das haben wir jetzt hier mal so ein kleines Merry Christmas gemacht. Ja. An Christmas könnt ihr auch noch immer gut abkürzen. Das finde ich halt auch immer ganz, ganz schön mit so einem X. Und dann einfach hier so ein Mess rein. Ja, und da auch mal wieder runter mit Spielen. Das können wir hier natürlich auch sehr trocken. Da einfach auch wieder mit alles, was runter geht, dick arbeiten. Dünn, also rauf ist dünn. Reiherworks liegen ja natürlich den Buchstaben X. Was? Was hast du das? Als Reiherworks lieben wir ja den Buchstaben X. Ja, stimmt. Ich habe extra auf Pinterest eine X-Rubrik. Und das könnte jetzt auch X-Main werden. Ja. X-Mess. Nicht, dass du dich jetzt von mir verleiten lässt. So. Aber ich sehe schon, also du hast deutlich mehr Kontrolle über deinen Stift, als ich das immer mit, also über den Pinsel, als ich das immer habe. Also ich muss da noch ein bisschen üben. Das ist tatsächlich die Übung, ne? Also es ist hinterher, wenn du es tagtäglich auch machst, immer mehr, ist der Pinsel hinterher wie ein Stift. Ja. Das ist wirklich Übung. Sehe ich schon. Übung, ne? Ja. Genau. Krass. Und das ist, und der Trick ist wirklich, was ich jedem empfehlen kann hier, arbeitet immer mit einem ganz dünnen Pinsel. Also 1er, 2er oder 3er. Alles, was über 3, Pinselgröße 3 ist, ist tatsächlich super schwierig. Also mit 1er, 2er oder 3er kann man am besten lettern. Und man kann am besten lettern auf, wie gesagt, satinierten Papier, also heißgepresste Papiere. Merke ich mir immer so, es gibt ja nur heißgepresste und kaltgepresste Aquarellpapiere. Heißgepresste sind immer nur die satinierten Papiere, wenn die Walzen richtig die Struktur vom Aquarellpapier wegdrücken. Das ist das heißgepresste, satinierte Papier. Und darauf kann man super schön lettern. Man kann da tatsächlich auch, das zeige ich jetzt nochmal, mit Brushpens drauf lettern. Eigentlich ist es immer wichtig, wenn ihr mit Brushpens arbeitet, dass ihr glatte Papiere habt. Passiert, also geht ja auch nicht immer. Dann kaufe ich mir schon mal einen Brushpen, der dann ziemlich schnell kaputt geht. Und dann denkst du, ach komm, das ist egal. Hier habe ich zum Beispiel den Tombow. Der Tombow ist allerdings so der teuerste Brushpen. Der hat den Vorteil, dass es eine unglaubliche Farbpalette gibt von den Tombow-Stiften. Und die haben zwei Spitzen. Einmal normale Filzspitze, einmal die Brushpen-Spitze, also die Brushspitze, die wir jetzt auch haben wollen. Und da, wenn wir da jetzt mal zum Beispiel hier fröhliche... Ja, bei Weihnachten weiß ich, das ist ein ziemlich langes Wort. Ich glaube tatsächlich, da müssen wir das hier nicht. Mach X-Mas, genau, ist es kürzer. Ja. Ich glaube, deswegen hat sich auch X-Mas so durchgesetzt. Ja, genau, kann wirklich sein. Also, kann man das hier so nehmen? Dann nehmen wir hier. Um solche Papierunterscheidungen einkaufen zu können, muss ich da eigentlich in einen Spezialladen gehen oder auf was kann ich denn da noch achten, wenn ich jetzt in Pieps normalen Schreibwarenladen gehe?
Ja, also ich kaufe das immer hier in Deutschland viel bei Bösner. Bösner ist einer der größten Kunstlerbedarfsläden. Es gibt aber auch, ich habe jetzt hier noch ein anderes Wort, das funktioniert jetzt hier. Es gibt zum Beispiel bei so Drogerie Rossmann zum Beispiel, die haben immer wieder so Angebote für ein tolles Aquarellpapier. Am besten immer gucken. Bei Aquarellpapier ist es wichtig, dass das Aquarellpapier nicht zu dünn ist, dass das Aquarellpapier viel Wasser aufnimmt. Das ist tatsächlich, ich werde immer oft gefragt, an was soll ich sparen? Aquarellfarben, Aquarellpapier oder Pinsel? Ich persönlich würde immer am Pinsel sparen und es müssen nicht die teuren, super Aquarellfarben sein, mit denen ich hier arbeite. Die sind auch sehr teuer. Die sind hochpigmentiert, heißt, die sind lichtecht. Die halten bis zu 100 Jahre ihre Lichtbeständigkeit. Das heißt also, die Pigmente sind sehr, sehr hochwertig. Es gibt aber von allen Firmen, also, weil ich ziemlich viel mit Winsor & Newton arbeite, es ist so die englische Firma, also weltweit eigentlich die größte Aquarellfirmenmarke. Unterscheidet sich nicht großartig zum Beispiel von Schminke. In Deutschland kennen wir oft immer Schminke. Das ist ein deutscher Hersteller. Geht man aus dem deutschsprachigen Bereich raus, also aus Österreich, Schweiz und Deutschland, ist es Winsor & Newton, die die führende Marke ist. Und da gibt es auch Studienfarben, auch wie von Schminke, von allen hochwertigen Farben gibt es Studienfarben. Und mittlerweile gibt es so gute pigmentierte Farben, wo ihr aber nicht immer unbedingt irgendwie, wer weiß, wie viel Geld ausgeben muss. Weil so eine Tube oder so ein Näpfchen kostet schon zwischen 8 und 12 Euro. Das heißt, das ist schon, je hochwertiger die Farbe, desto teurer auch die Töpfchen. Und es gibt schon ein gutes Mittelmaß, wo man gute Ergebnisse mitzielt. Wenn man aber Aquarellfarben nimmt, die extrem billig sind, die nicht gut pigmentiert sind, das siehst du sofort am Ergebnis und am Papier siehst du es auch. Deshalb beim Papier immer darauf achten, dass das ziemlich viel Wasser saugt und bei Pigmenten darauf achten, dass sie richtig gut pigmentiert sind, also dass sie richtig dunkel sind und nicht nur eine Fläche, also nicht nur flächig arbeiten. Und bei Pinsel gibt es schon gute, auch einen deutschen Hersteller, Da Vinci zum Beispiel, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da muss man immer darauf achten, dass die Pinsel, das kennt man vielleicht noch von der Schule, dass dieser Schaft hier, dieser Schaft am Pinsel, sollte immer so, ja, so einen halben Zentimeter mit eingearbeitet sein. Von der Schule kennt man noch, wenn die immer so im Wasser standen, dass hier der Schaft dann immer abgegangen ist. Ne? Also die bitte nicht verwenden. Klassiker. Klassiker, genau, die sind nicht gut. Und man soll auch Aquarellpinsel nie immer so ins Wasser stehen lassen. Das könnt ihr mit Acryl machen, aber nicht mit Aquarell. Die müssen immer plan auf dem Tisch liegen. So, und das ist so bei den Pinseln eigentlich so das, worauf man achten muss, dass sie viel Wasser aufnehmen, weil wir ja viel mit Wasser arbeiten und dass der Schaft hier gut eingearbeitet ist. Das ist so das Herausstellungsmerkmal. Ja, und ansonsten gucken. Also es gibt immer mal Angebote. Gut, online kann man immer alles kaufen, ne? Da finde ich eigentlich alles. Ups, meine Kamera. Und da einfach drauf achten. So beim Brush Lettering wie beim Pinsel ist es wichtig, dass der Pinsel, also der Stift, ein bisschen schräg liegt. Also man sagt so auf 10 Uhr, also nicht so auf 90 Grad, sondern so ein bisschen versetzt, weil was wir haben müssen, ist diese Breite vom Pinsel, ob jetzt mit einem Brushpen oder mit einem Pinsel, diese Breite ergibt den Abstrich. Das heißt, das ist wirklich draufdrücken und diese Breite, so breit sollte auch der Abstrich sein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel, und jetzt quietscht es, das geht bei glatten Papieren tatsächlich richtig gut. Ja, je mehr es quietscht, also quietschen heißt, da ist Druck drauf. Und hier wieder dünn. Und hier wieder dünn. Und absetzen. Und wieder absetzen. Dünn rauf, dick runter und hier wieder dünn werden und absetzen. Und dann kommt mein N. Und da merkt ihr schon, das ist tatsächlich der wichtigste Schritt, den ich immer sage. Die Schrift wird konstruiert. Ja, die wird konstruiert und nicht geschrieben. Das heißt, wenn du so arbeitest, ist es Schreiben und somit kannst du nicht lettern. Wir müssen den Stift so halten. So.
Das ist ganz witzig, es erinnert mich extrem an meinen Moderationskurs, wie schreibe ich perfekt am Ach, guck mal, Flipchart? Und genau. da ist das ja auch, dass man eigentlich, aber da wurde das nie so gesagt, sondern es wurde dann immer gesagt, ja, nein, du sollst nicht deine Schrift nehmen, sondern du sollst eben lernen, die Buchstaben so zu schreiben, wie das Flipchart-Alphabet vorgibt. Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube, wenn man mir das mal so gesagt hätte mit dem Konstruieren, hätte ich das nochmal ein bisschen anders gesehen. So hatte ich das Gefühl, ich müsste eine andere Schrift lernen. Ja, genau. Es ist ja, und das ist das Witzige, also viele kommen in den Workshops, das habe ich mich wieder verschrieben, weil ich mich nicht konzentriert habe, schreibe ich mal zuerst Weihnachten. Viele kommen in den Workshops und sagen, ich habe eine schöne Handschrift und ich möchte noch schöner schreiben. Da muss ich die mal enttäuschen, weil diese Handschrift hat nichts beim Lettern. Also du kannst eine schlechte Handschrift haben und gut lettern können. Du kannst aber auch, ja umgekehrt, genau, schlecht lettern können und gute Handschrift haben, weil das wirklich zwei unterschiedliche Ansatzweisen sind. Ne? Das ist schon eine Technik. Und wieder dünn drauf. Das habe ich schon. Ich weiß halt, Weihnachten ist ein sehr langes Wort. Sollte man sich das mit mit Bleistift so ein bisschen vorschreiben? Ist das ein Tipp, wenn man gerade auch am Anfang vielleicht noch ist, oder ist das Ja. eher schlecht? Ich mache es nicht, ich habe es auch nicht so, also ich habe es auch nicht so gemacht, also gelernt bei mir selber. Viele machen das, nur wenn man wirklich mit Bleistift vorschreibt, dann wirklich darauf achten, dass natürlich ich, wenn ich mit Bleistift vorschreibe, ich immer noch Platz haben muss für den Abstrich. Also ich brauche zum Lettern mindestens dreimal so viel Platz wie mit dem normalen Stift, weil die Abstriche einfach fetter sind. Ja, also das muss man wirklich wissen. Das machen einige, also es ist ja, nichts ist verboten, man kann es natürlich machen. Das kann man hier nochmal schön. So, fröhliche Weihnachten, dann ist es wichtig, immer für so ein Layout, dass hier die Mitte gegeben ist, also die Mitte nicht, sondern dass hier die Ränder mit aufgehoben werden, damit das so ein gleichbleibendes, das Auge einfach gerade aussieht. Also ganz einfach. Ja, also damit hat das Ganze jetzt mehr Halt. Also ich weiß, das ist hier so auf einer Linie und das ist tatsächlich immer wichtig, so also immer schon ein bisschen mehr Handlettering, das ist da einfach so ein Wiedererkennungswert und dass ich weiß, das ist das Auge, das gehört zusammen, dass es weiß. Ich zeige noch mal zwei Sachen, die ich ganz gut finde, die ihr wissen müsst, wenn ihr zum Beispiel, es geht halt in der Gestaltung immer um Kontraste. Wenn das jetzt hier der normale Buchstabe ist, so ein A, sieht es immer schön aus, wenn ihr mal die Buchstaben extrem groß macht und zwar jetzt immer ein bisschen hier den Mittelstrich versetzt oder das Ganze auch nach unten. Hat es sofort schon eine andere Anmutung. Das B würde dann zum Beispiel hier so aussehen. Ja. Oder das R würde hier so aussehen. Und das sieht sofort schön aus. Und jetzt ist jetzt extrem lang und breit. Und wenn ich jetzt hier runterschreibe, in Schreibschrift. Oh, da ist gerade dein Handy irgendwie Oh. ausgegangen. Oh nein, Hast das das ist Video nicht. abgeschaltet? Da sind wir wieder. Ja, das ist wieder. Oh, umstöpseln. Mal stehen geblieben. Genau, und ja, hier sieht man schon, dass es wieder ein Kontrast ist. Ja? Also es geht immer um Kontraste in der Gestaltung, auch beim Lettering. Es geht immer Klein- und Schreibschrift zu Groß-
und serifenlose Schriften. Das ist immer wichtig, dass man immer ungefähr diesen Kontrast mit rausarbeiten kann. Also groß und klein, dick und dünn, was gibt es noch? Eckig, rund, bunt, uni. Immer die Kontraste, dass man die mit einbezieht. Und das funktioniert auch tatsächlich beim Lettering total gut. Also es ist jetzt, ob jetzt mit Aquarellfarben oder überhaupt bei Schriftzügen funktioniert das sehr gut. Ne? Also immer so Kontraste mit einarbeiten. Ja, das noch irgendwelche Fragen? Genau. War so ein kleiner Einstieg. Natürlich muss man beim Brush Lettering tatsächlich einmal, wäre es immer besser, einmal das Alphabet durchüben, dass ich einmal weiß, wo ich genau absetzen muss und wo ich anfangen kann. Das ist ziemlich wichtig, dass man da einmal weiß, wo es entlang geht. Und dann kann man sich auch wirklich ja, verschiedene Alphabete, die gibt es ja überall mittlerweile, raussuchen und da einfach mitarbeiten. Jetzt zeige ich auch nochmal, hier hinten ist eine Bibliothek drin. Mit verschiedenen Alphabeten. Das ist zum Beispiel hier, oh, also ist ja, in dem Buch ist alles mit Aquarellfarben gemalt, geschrieben, gelettert. Einmal so ein Alphabet. Hier seht ihr, dass es jetzt wieder extrem, ja, einfach serifenlose Schriften sind. Hier ist es die Schreibschrift. Das sind die kleinen Buchstaben. Was ich auch immer schön finde, ist diese Schrift hier. Aber es konnte ja sehr gut Ja, mit die dem finde ich echt schön. Brushpen, ne? Genau. Einfach durchschreiben. Ne? Also hinten ist es einfach zum Beispiel, das kann ich euch nochmal hier zeigen, einfach hier auf der Rückseite. Wenn man. Wie gesagt, das funktioniert mit dem Brushpen wie auch mit dem Aquarellstift, Pinsel mit Aquarellfarbe. Beispiel hier Mary. Und jetzt, ja, ich glaube, besser sieht es immer aus, tatsächlich mit so hier in schwarzen Farbe. Da ist die Lesbarkeit einfach besser. Das kann man dann auch ganz gut mit der normalen Handschrift machen. Zum Beispiel so. Das ist Merry Christmas. Ja, das sieht echt super aus. Ja, und hier kommt gerade die Frage, dass du ja jetzt von Papieren gesprochen hast, aber wir hatten ja auch in der Einladung geschrieben, es ging ja auch eventuell darum, ein Geschenk zu basteln. Und das kann ja dann auch ganz gerne mal eine Leinwand sein. Was sollten wir denn da beachten? Sollten wir die irgendwie grundieren, damit wir da besser drauf malen können? Genau, bei der Leinwand ist es so, bei meiner Leinwand, da brauchst du Gesso. Also Gesso ist ein Bindemittel, wo man einfach mit Gesso die Leinwand bearbeitet. Und wenn man mit Aquarellfarbe auf Leinwand arbeitet, sagen immer viele, boah, es geht nicht, es geht wohl. Und zwar gibt es da das Bindemittel Ochsengalle. Hört sich ein bisschen komisch an, aber tatsächlich ist Nichts es die für Ochsengalle, nichts Veganerinnen. vegan. Auch genau, auch Aquarellfarben sind, da muss man tatsächlich aufpassen, nicht alle vegan. Also wenn einer Veganer ist, gibt es mittlerweile von Hersteller vegane Farben, aber da sind auch viele, ja einfach, ne, früher wurden die Farben einfach auch aus Knochen, muss man einfach so sagen, zum Beispiel Knochenschwarz gibt es auch da tatsächlich die Farbe, die ist einfach mit ja, einfach mit aus tierischen Materialien oder Tieren gemacht. Und so auch Ochsengalle, aber Ochsengalle ist die Bindung, ist so, dass wir ja, wenn der, das gibt es an jedem Künstlerbedarf, wenn man die schön auf die, sag mal, auf die grundiert, die Leinwand grundiert, kann man da ganz super mit Aquarellfarben arbeiten. Es gibt auch schon mittlerweile Aquarellfarben, so. Es gibt mittlerweile auch Aquarellfarben, die Aquarellleinwände, die extra für Aquarellfarben gemacht sind. Genau, da geht es auch in meinem Buch, habe ich ein Projekt damit gemacht. Das ist tatsächlich gut. Da ist die Oberfläche schon ja, einfach nicht so porös. Mal eben gucken, wenn euch das interessiert. Da habe ich. Ganz kurz.
Umsetzes. Das zum Beispiel ist ein Projekt, das seht ihr hier, ist die Leinwand. Die gibt es jetzt auch mittlerweile schon richtig groß. Das ist, glaube ich, 40 mal 40. Und da kann man hervorragend mit Aquarellfarben drauf arbeiten. Die gibt es auch schon von verschiedenen Herstellern. Da müsst ihr halt nichts mehr machen. Da kann man einfach die Leinwand nehmen und damit arbeiten. Es gibt in München auch einen Hersteller, das ist die Firma Buntbox. Machen wir ein bisschen Werbung jetzt. Das ist ein junges Start-up-Unternehmen und mit denen habe ich auch so eine Kooperation gehabt. Und zwar ist es hier, die haben Boxen und aber auch Leinwände. Und da kann man auch sehr gut mit Aquarellfarben arbeiten. Das ist auch hier so ein Projekt. Das ist so eine Box aus bestimmtem Material, wo man sehr gut mit Aquarellfarben arbeiten kann. Ist jetzt natürlich nicht so wie Aquarellpapier. Und das ist hier zum Beispiel, das ist nämlich eine Leinwand, die kann man zusammenbasteln und dann einfach sofort an die Wand hängen, genau. Das ist eine sehr schöne Sache, gibt es auch mittlerweile in verschiedenen Maßen und einfach eine schöne Geschenkidee jetzt für Weihnachten, da müsst ihr gar nicht viel machen, finde ich einfach auch immer total schön. Also die gibt es in DIN A5, in DIN A4, in DIN A3 mittlerweile und das ist also wirklich, die finde ich auch sehr gut, die Firma, genau. Ja, ansonsten gibt es natürlich Karten, also Postkarten und ihr könnt einfach das Aquarellpapier nehmen und da ja, euch zurückschneiden, dann benutze ich da immer, die habe ich jetzt gerade leider nicht hier, so Holzkeile, also es sind so Holzrahmen, wo einfach das Bild mit, also das Bild wird reingebunden und oben und unten habt ihr einen Holzrahmen. Das sieht auch immer super schön aus. Genau. Super. Mensch, das sind echt eine ganze Menge Tipps, die wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit aufgenommen haben. Wahnsinn. Ja. Ich habe mir schon ganz viele Notizen gemacht und währenddessen auch ein bisschen zur Year mitgeschrieben und alles. Also ich kann nur sagen, vielen Dank. Das war echt super. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen Promotion für dich sozusagen dabei, damit man halt noch weiß, was wir hier gerade gemacht haben. Ich hoffe, man sieht jetzt das Bild, das Richtige. Siehst du die Vorschau? Nee, ne? Ja, ich habe jetzt das Anfangsbild, genau. Genau, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, doch, das war das Richtige. Mensch. Ja. Genau, und da habe ich jetzt noch das Buch von dir hier nämlich noch. Weil das ist wirklich super schön. Und man sieht ja schon auch gleich am Einband. Ich finde es das toll, dass es ein Ringbuch ist, dass man das so toll umklappen kann, wie du es eben auch gezeigt hast die ganze Zeit. Das ist echt wunderbar. Ja. Und man sieht ja auch gleich, wie diese Kombination von Schreibschrift und serifenloser Schrift zusammen geht auch oben. Das Ursula Tüx alias Frau Maravillosa ist ja auch eine ganz wunderschöne Lösung. Ja, genau. Beispiel. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Und unten ist auch die URL von deiner Webseite mit dabei. Von maraviosa.com, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht mehr lesen, weil die Leiste drüber ist. Und das ist der Bunte Laune Club, den hattest du eben auch schon erwähnt. Ich finde das eine ganz reizende Geschichte und das ist auch zum Beispiel eine wunderschöne Idee als ein Geschenk zum Beispiel für jemanden, der da so ein bisschen seine oder ihre künstlerische Ader ein bisschen von dir beatmen lassen kann. Ja. Also das ist auch ein ganz, ganz tolles Thema. Ja, dann danke ich der Ursula Tüx oder auch Frau Maravillosa ganz, ganz herzlich für diesen wunderbaren Beitrag für unseren Online-Salon. Herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Doris, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ja, sehr viel Spaß. War richtig schön. Genau. Ja, eigentlich, das hatte ich eigentlich in der Vorgeschichte erzählen wollen und dann hatte ich das aber vergessen. Wir wollten ja eigentlich einen Workshop dieses Jahr machen auf der Insel hier bei uns im Coworking Space und ja, wir wünschen uns alle zu Weihnachten, sag ich mal, ein wunderschönes Heilmittel gegen diesen blöden Virus, dass wir aus dieser ganzen Thematik mal wieder rauskommen. Und dass wir wunderschöne Live-Workshops hier auch bei uns machen können, auch wieder Live-Sessions machen können und nicht immer alles nur über diese Konserve tun oder über die Kamera. Also ganz, ganz liebe Grüße von uns hier in Mallorca rüber zu dir nach Köln.
Danke, dass du dich hier dazugeschaltet hast und Ja, danke danke alle, für die die Einladung. draußen mit zugeschaut haben. Und ja, bis zum nächsten Mal.